Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, und hallo zu einem weiteren Video. Ja, heute mal, ihr wisst es ja, ich war ja in der Schweiz im Urlaub, jetzt in den Winterferien, und da habe ich mir auch einiges mitgebracht, also was es nur dort gibt, also was ich noch nie bei uns gesehen habe. Zum einen ist das hier dieses Twister, nennt sich das. Ja, ich weiß, die Flasche hat eine bisschen komische Form, aber es ist ja eigentlich egal. Und auf jeden Fall, es schmeckt richtig geil, muss ich sagen. Aber ich habe das wirklich, wie gesagt, leider noch nie hier in Deutschland gesehen. Das ist wirklich schade. Ja, hier hinten drauf steht, süß Mixed Drink aus Apfellimonade und alkoholfreiem Bier, kohlensäurehaltig, ja. Also ist irgendwie so wie alkoholfreies Bier, aber ich finde gar nicht, dass es nach Apfel schmeckt. Ich finde, es schmeckt mehr nach Himbeere. Mein Vater denkt schon, dass es nach Apfel schmeckt, also wir sind uns da ziemlich uneinig. Ja, das ist die letzte Flasche. Ich wollte das jetzt hier einfach nochmal zeigen, bevor wir die alle machen. Und dann kommen wir auch zum zweiten Teil, wo ich so denke, dass es das auch in Deutschland gibt. Also es wird es sicher geben in Deutschland, aber ich habe es einfach noch nie gesehen. Und zwar ist das, ja, ersetzt, ich habe schon angefangen, so eine Schokolade. Und die ist mega, mega lecker, Alter. Die ist wirklich die leckerste Schokolade, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Die ist irgendwie so mit Nuss und Honig. Also die ist wirklich richtig heftig. Ich kann ja mal ein Stück auspacken. Dann seht ihr es mal. So, ihr seht es. Hier ist so irgendwie Nuss drin. Also die schmeckt wirklich so mega hammer. Und vor allem mit diesen leichten Honig, im Prinzip schmeckt sie Nussschokolade, bloß mit noch so einem leichten Honiggeschmack, und das ist wirklich richtig, richtig heftig. Und ja, übrigens noch eine kleine Information jetzt zum Ende des Videos, und zwar, ja, es ist richtig kacke, dass jetzt so lange kein Video kam, aber das liegt erstens daran, dass ich ehrlich gesagt wirklich zu faul war, ein Video jetzt extra zu drehen, und zweitens, weil ich einfach auf keine Ideen hatte für Videos. Und deswegen schreibt mir auf jeden Fall nochmal in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt für Videos, wenn ihr Bock habt auf irgendwelche Videos, schreibt es mir wirklich in die Kommentare, wäre wirklich wichtig. Damit ich dann auch weiß, was euch so gefällt und was ich dann auch bringen kann. Ja, was gibt es noch viel zu sagen? Ich bin jetzt, also ich habe jetzt das Video gedreht, wo ich mir einfach gesagt habe, ja, eine Schulkameradin, also danke an der Stelle nochmal, hat mich heute darauf aufmerksam gemacht oder hat mir einfach gesagt, ja, wann kommt denn nächstes Video, warum bringst du nie Videos raus? Ja, und das, den Grund habe ich ja gerade genannt, und ich denke mal oder ich hoffe, dass ich jetzt vielleicht wenigstens ein Video pro Woche bringen werde. Ich hoffe mal, dass ich jetzt alles hinkriege, und wenn es bloß ein langweiliger Vlog ist, was ich so den ganzen Tag lang mache, aber trotzdem, es werden auf definitiv noch Videos kommen, also macht euch da keine Sorgen, dass jetzt überhaupt keine Videos mehr kommen. Ich habe schon noch ein paar einige Ideen, wo ich aber auch ziemlich viel Vorbereitung und so brauche. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.